So, gucken wir mal. Gehen wir erstmal in den Shop. Ich will jetzt die Sachen kaufen erstmal hier. Ich hoffe, dass das jetzt zweitrangig ist, in welcher Reihenfolge wir das Geld ausgeben. Nee, Quatsch, nimm. Er gehört hier. Den Hammer erstmal. Ich möchte das kaufen. Das macht 2 Goldstücke. Sehr gern. Okay, hier hast du das Geld. Du bekommst einen kostenlosen Nagel dazu. Na, das ist doch spitze. Darf es sonst noch etwas sein, der Herr? Ich will nur ein bisschen stöbern. Da freuen wir uns doch, wenn wir noch kostenlos einen Nagel dazu kriegen, der aussieht wie eine Reißzwecke. Okay, und natürlich wollen wir noch hier den weißen Geist holen. Das macht ein Goldstück. Denn ich nehme mal an, dass das das Terpentin sein wird. Okay, hier hast du das Geld. Darf es sonst noch etwas sein, der Herr? Ja. Ich will nur ein bisschen stöbern. Ich will noch mal was eben probieren, nur so zum Spaß. Aber wir können das jetzt auch gar nicht mal auswählen, das ist ja blöd. Schade, ich wollte mal gucken, was sie jetzt sagen, wenn ich das nochmal anvisiere. Okay, haben wir das. Ja. Sieht eher aus wie so eine Spiritusflasche. Okay, gut, dann gehen wir nochmal nebenan hier und, aber in Goldstücken scheint sich auch nichts geändert zu haben. 17 Goldstücke. Ach Mist, der zählt doch mit. Haben die nicht gesagt, 30 Goldstücke brauche ich hier? Oder tun es vielleicht auch 15 oder so? Ich meine, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt nochmal irgendwoher Geld kriegen muss, oder? Ich habe 2 Shows, 2 Punks und einen Kong. Ich tropfe ein wenig. Entschuldigung, wie viel war es doch gleich? 30 Goldstücke. Alter! Richtig! Wieso? Ich frage mich, wo Kalypso sein könnte. Ich habe noch keine 30 Goldstücke. Oh, nein! Seltsam, dass er nicht zu Hause ist. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Vielleicht ist er auf der Suche nach... Ich meine, ich brauche den Kram ja jetzt auch nicht. Ich glaube, am Ende geben die mir sowieso nichts, die Schweinehunde. Wir sind dann einfach nur Magier. Gut, dann probieren wir mal hier. Mal gucken, ob da was passiert. Keine Chance, ich habe meine Lektion gelernt. Ach Mist. Ist also doch irgendeine Glücksspielmaschine. Gut. Wir haben das Terpentin. Wir gehen erstmal beim Dingens vorbei, beim Baum. Und schauen mal, ob der irgendwelche tollen Wörtchen für uns zu sagen hat oder so. Und vielleicht kommen wir dann am Schneemann vorbei. Das wäre schön. Ich weiß auch noch nicht so richtig. Wir haben ein Seil, wir haben Streichhölzer, wir haben Terpentin, wir haben Hammer und Nagel. Ich weiß nicht, was wir mit dem ganzen Krempel machen wollen. Ich meine, was, wozu? Es können doch nicht mehr so unglaublich viele neue Gebiete kommen eigentlich, oder? Ach nee, Quatsch, ich gehe ja falsch. Nee, ich will ja gar nicht zu dir, Freund Blase. Ja genau, geh mal wieder zurück. Jetzt steigt er wieder den ganzen Weg lang. Oh nee. Okay. Gut, du sollst hier rüber natürlich. So. Hin zum Baum. Zum Baum der Erkenntnis, zum Baum des Lebens, zum Baum der Weisheit, zum End. Herr End, wir haben etwas für dich. Nee, Quatsch, warte mal, kann man das... Ach, man kann das direkt anvisieren, dann machen wir das direkt mal weg für ihn. Ich glaube, er macht es nicht alleine. Deswegen machen wir das mal. Wunderbar. Ach, ging ja fix. So, dann können wir ja mal irgendwie... Wir haben das Zeug immer noch einstecken. Ach so. Vielleicht können wir damit den Schneemann abfackeln, jetzt wo wir das noch haben. Vielleicht können wir da effektiver zündeln. Okay, aber wir reden erstmal mit ihm. Danach können wir es probieren. Irgendwie müssen wir ja weiterkommen. Deine Probleme sind gelöst. Ich bin dir ja so dankbar. So, und jetzt zu den magischen Wörtern, okay? Aber Vorsicht, ich weiß nicht, was sie bewirken. Was ist denn das? Simsalabim. Oh. Hokus Pokus. Abracadabra. Und Würstchen. Würstchen? Jo. Das ist ein äußerst mächtiges Wort. Langsam.
langsam glaube ich, ich werde verschaukelt. Immerhin werde ich nicht mehr gefällt. Hat hier irgendjemand rosa Farbspray? Was? Würstchen ist klar, genau. Okay, gehen wir mal wieder zurück. Ich will das jetzt mal ausprobieren. Das Blöde ist, wir haben das jetzt nicht im Inventar, um es irgendwie anzuwenden. Das heißt, das muss sich wirklich die richtige Gelegenheit bieten. Und ich glaube, das wird nicht beim Schneemann sein. Das heißt, wir setzen jetzt mal auf Feuer und Flamme hier. Vielleicht klappt das ja. Fand ich jetzt aber irgendwie schön. Abracadabra, Hokus Pokus, Simsalabim, Würstchen. Okay. Dann probieren wir uns mal hier an unserem Freund, dem seltsam aussehenden, irgendwie festgefroren scheinenden Schneemann. Das geht doch so nicht. Ja doch, wenn du mal meinen Gedankengängen folgen würdest, dann wüsstest du, dass es sehr wohl geht. Okay. Streichhölzer mit... Das geht doch das so geht, nicht. Mann! Lass mich doch mal... Ah. Warum schmilzt du denn nicht einfach weg? Och, Mensch, Junge. Okay, dann habe ich jetzt gerade wieder den Punkt erreicht, wo ich gerade nicht weiß so richtig, was wir machen sollten. Weil jetzt irgendwie alle Stränge so ein bisschen aufgebraucht sind. Alle Handlungsstränge, an denen ich so am Arbeiten war. Wir müssen Zauberer werden, um die Hexe fertig zu machen. Das Problem ist, wir brauchen auch noch das Hexenbuch. Ich vermute übrigens, dass dieses, das Hexenbuch, das Zaubererbuch, ich vermute, dass dieses Zauberbuch im Goblin-Krempel sein wird. Denn wir sind ja damals auf dem Opfertisch der Goblins gelandet, als wir in die Welt gekommen sind. Und da wird es wohl noch bei denen sein, denn Simon hat das nicht mitgenommen damals von seiner Flucht. So, ansonsten, also wir brauchen das noch, das heißt, wir müssen irgendwie an diesen Goblin-Krempel rankommen. Dazu müssten die im Dorf, diese blöden Shop-Besitzer, endlich mal das Zeug rausstellen. Und ansonsten, tja, Baum der Eule. Wir gehen nochmal zur Eule. Ich glaube, die wird uns, die gibt einem durchs ganze Spiel Hinweise hier. Achso, nee, Quatsch, Rede. Vielleicht kommen wir so weiter. Ich bin bereit, erneut erfreut zu werden. In, diesem Fall, ich habe noch einen Ratschlag für dich. Ja? Ein Drache ist so groß wie ein Elefant. Super, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Komm zurück, wenn du mehr wissen willst. Bis zum nächsten Mal. Was soll ich jetzt damit anfangen? Ich weiß, dass es den Drachen gibt, aber wir müssen noch was mit dem Drachen machen? Was können wir denn noch mit dem Drachen machen? Und welcher Gegenstand würde dafür irgendwie nützlich sein, ist die Frage. Fragen wir einfach mal noch weiter, vielleicht hast du noch mehr Tipps. Ich bin bereit, erneut erfreut zu werden. In diesem Fall, ich habe noch einen Ratschlag für dich. Ja? Da ist eine Ding. Ring. Magischer Ring in einem Fluss. Super, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Komm zurück, wenn du mehr wissen willst. Bis zum nächsten Mal. Ein Ring sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Okay, ein Ring im Fluss. Wo haben wir denn einen Fluss? Ist die Frage. Ich will nochmal weiter quatschen hier. Ich bin bereit, erneut erfreut zu werden. In diesem Fall, ich habe noch einen Ratschlag für dich. Ja? In der Not, kann ein Gespräch mit deinem Spiegelbild sehr hilfreich sein. Super, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Komm zurück, wenn du mehr wissen willst. Bis zum nächsten Mal. In der was kann ein Gespräch mit meinem Spiegelbild sehr hilfreich sein? Ich hab's ja akustisch nicht ganz verstanden. Irgendwie...
Ach, Not wahrscheinlich, in der Not, hm? Okay, wir machen mal so ein bisschen Lehrstunde bei der kleinen weißen Eule und lassen uns mal ein paar Tipps geben und dann werden wir mal hier so gebündelt losziehen und versuchen, die abzuarbeiten. Ich bin bereit, erneut erfreut zu werden. In diesem Fall, ich habe noch einen Ratschlag für dich. Ja? Schau nach rechts und links. Wenn du die Straße überquerst. Super. Super, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Komm zurück, wenn du mehr wissen willst. Bis zum nächsten Mal. Oh, weise Eule, was würde ich nur tun ohne dich, ohne diesen Ratschlag? Ich bin bereit, erneut erfreut zu werden. In diesem Fall, ich habe noch einen Ratschlag für dich. Ja? Putze immer deine Zähne. Nach jeder Mahlzeit. Super, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Komm zurück, wenn du mehr wissen willst. Bis zum nächsten Mal. Sehr wichtig, liebe Kinder, immer fein die Zähne putzen. Also nach jeder Mahlzeit finde ich ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Aber immer schön regelmäßig die Zähne putzen, ja, ja. Okay, einmal noch, dann ist aber gut. Ich bin bereit, erneut zu werden. Es sei denn, es ist jetzt auch mal nützlich. In diesem Fall, ich habe noch einen Ratschlag für dich. Ja? Der Trank eines Druiden kann deine Erscheinung schmälern. Super, vielen Dank. Okay. Es war mir ein Vergnügen. Komm zurück, wenn du mehr wissen willst. Bis zum nächsten Mal. Das ist jetzt aber kein Hinweis auf den betrunkenen Druiden, oder? Weil ich jetzt nicht wüsste, das klang jetzt eher so wie so ein Zauber, wie so ein Zaubertrank, der uns wirklich schmal macht und durch irgendwelche Ritzen passen lässt. Aber, ja, wir reden einfach mal weiter. Ich bin bereit, erneut erfreut zu werden. In diesem Fall, ich habe noch einen Ratschlag für dich. Ja? Seltene Dinge, bekommt man, findet man, im Gebirge. Super, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Komm zurück, wenn du mehr wissen willst. Bis zum nächsten Mal. Ja, der war jetzt nicht mehr so nützlicher Hinweis. Wir haben das Merit doch schon gefunden und das Fossil. Oder meinst du noch irgendwas anderes, kleine weiße Eule, hm? Ich weiß nicht. So, wir gucken jetzt aber erstmal, also was ich jetzt am nützlichsten noch fand, war... Achso, ich kann nicht nach oben dann durchklicken. Okay, was ich jetzt noch am nützlichsten fand, der Ring im Wasser. Wir haben hier Wasser natürlich. Bei der Eule geht er auch vorbei, aber ich glaube, da sind wir nicht rangekommen, ne? So, wir gehen nochmal hier hin und gucken mal hier unten durch. Kommen wir hier irgendwie runter oder so? Nee, ne? Okay. Hier ist nichts. Na toll. Haben wir sonst noch irgendwo? Wasserfall. Wasserfall. Moment, Moment, Moment. Wo war das? Wir haben... Lass mal dahin gehen. War das hier? Aber da war doch nichts, oder? Das war doch ein vollkommen nutzloser Bildschirm. Genau, hier sind auch Wasserfälle, aber der ist doch vollkommen nutzlos, der Bildschirm. Hier kann man ja auch nichts machen, außerdem kann er hier schlecht... Oh. Moment. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas? Moment. Okay, wir gucken mal. Das habe ich beim letzten Mal überhaupt nicht mitgekriegt, dass hier irgendwas ist, was man angucken kann. Ich bin jetzt auch bloß hier unten lang, weil ich dachte, dass ich hier drauf bin. Aber das, also das hatte ich ja schon öfter, dass ich hier drauf gekommen bin und sich das dann hier unten geändert hat. Aber okay, gucken wir mal.